Sudan. Wir haben die Elendsbilder aus Darfur vor Augen und wissen, dass ein internationaler Haftbefehl gegen den amtierenden Präsidenten ausgestellt wurde, wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen. Aus guten Gründen also überwacht Deutschland das UN-Embargo gegen das Gewaltregime. Geschäfte sind genehmigungspflichtig, Waffenlieferungen strikt verboten. Kim Otto und Markus Schmidt zeigen Ihnen jetzt, wie hochsensible Technik, die in Deutschland hergestellt wurde, doch in den Sudan gelangen kann und haben dabei einen interessanten Informanten getroffen. Jasper Fels ist ein couragierter Mann. Er gibt interner Preis über eine Branche, in der Verschwiegenheit oberstes Gesetz ist. Er redet über Exporte an Länder, in die nach deutschem Recht und Gesetz nicht geliefert werden dürfte. Er redet über Sicherheits- und Kommunikationstechnik, hergestellt in Deutschland, die über verschlungene Wege trotzdem an ein Terrorland ausgeliefert wurde. Seine Vorfahren sind Inder, seine Heimat ist Deutschland. Sein letzter Arbeitsplatz war Dubai. Seit Jahren die Drehscheibe für Exportgeschäfte sensibler Art. Von hier sollte über deutsche Händler heiße Ware in den Sudan geliefert werden. Ich habe mitbekommen letztes Jahr im Dezember, dass wir in Sudan Kommunikation liefern sollten. Und diese Technik ist sehr wichtig für Kriegsführung. Sudan ist Krieg. Diese Kommunikation wird Sudan für die Kriegführung gebraucht. Und da es in den letzten Jahren mehrere hunderttausend Leute umgebracht worden sind, ich wollte das nicht mitmachen. Im Sudan ist Krieg, Bürgerkrieg. Mit äußerster Brutalität lässt das Regime in Khartoum seine Soldaten in der Grenzregion Darfur marodieren, brandschatzen, vergewaltigen. Hunderttausende starben, wurden aus ihren Dörfern vertrieben. Die Vereinten Nationen und die EU haben deshalb schon 2005 weitgehende Embargos gegen den Sudan verhängt. Die Verstöße gegen die Menschenrechte sind so schwerwiegend, dass der amtierende Präsident des Sudan, Omar el-Bashir, per Haftbefehl vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verfolgt wird. Ausgerechnet an seine Regierung lieferten deutsche Händler, so berichtet unser Informant, Geräte dieser Art, sogenannte digitale Tetra-Kommunikationstechnik aus Deutschland. Die Geräte sehen harmlos aus, aber für jede Armee dieser Welt sind sie nach Ansicht von Experten Gold wert, weil man mit ihnen so gut wie abhörsicher kommunizieren kann. Diese Funkanlagen sind besonders gut geschützt gegen Abhören. Man kann mit ihnen also Dinge kommunizieren, von denen man nicht möchte, dass jemand anders sie mitbekommt. Also das ist eine Möglichkeit für das Militär des Sudans, diesen Krieg so zu führen, wie sie ihn gerne führen wollen. Geliefert wurde ausgerechnet an die sudanesische Firma, die laut Warnliste des Bundeswirtschaftsministeriums für das Militär im Sudan einkauft. An die Gezira Trade Services. Damit wäre das Geschäft nach deutschem Ausfuhrrecht nicht genehmigungsfähig gewesen. Und das ist der Name der Firma, die an den Sudan geliefert hat. TESS, Firmensitz Dubai. Monitor liegen Abrechnungen und Lieferlisten vor. Aus Dubai exportiert wurde Tetra-Technik, hergestellt von der deutschen Spezialfirma Rode Schwarz-Bick. Im Wert von 345.000 Euro, berichtet Jasper Fels. Er hat früher als Verkaufsmanager bei der Firma TESS gearbeitet. Er erzählt, wo heute TESS in Dubai sitzt, war früher die deutsche Auslandsfiliale von Rode Schwarz-Bick in genau denselben Geschäftsräumen. Heute gibt es hier TESS mit Handelsregistereintrag Dubai. TESS unterliegt nicht mehr der deutschen Ausfuhrkontrolle. Man wusste ja alles, die Information, weil es ja einige Mitarbeiter auch bei Rode Schwarz-Bick gearbeitet haben. Deswegen wussten die das, dass die Technik nicht geliefert werden darf. Und trotzdem haben die das über andere Wege gesucht und ein paar Nummern geändert auf Lieferschein und glauben, dass sie nicht herausfinden. Ein schwerer Vorwurf. Rode Schwarz-Bick, heute PMR, gehört dem renommierten deutschen Anbieter für Sicherheits- und Kommunikationstechnik Rode Schwarz. Hier schreibt man uns, man habe eine Tetra-Anlage 2007 an die TESS ausgeliefert, aber nur zu Demonstrationszwecken und sie stünde immer noch in Dubai. Mit dem Sudan-Geschäft habe der Weltkonzern nichts zu tun. TESS habe keine Lizenz, Rode Schwarz Tetra-Technik weiterzuverkaufen. Man beachte sorgfältig die deutschen Ausfuhrbestimmungen. Die Geschäftsräume der TESS in Dubai aus der Vogelperspektive. Die Eigentümer sitzen in Deutschland. Sie gehört mehrheitlich einer deutschen Firma. Wir stoßen auf die LB-Agentur. Spurensuche in Hannover.
Hier finden wir den Geschäftsführer der LB-Agentur. Monitorredaktion in Köln, ich grüße Sie. Kennen Sie die Firma Tess in Dubai? Ein ehemaliger Staatssekretär aus Niedersachsen. Er arbeitete früher für Rode Schwarz-Bick. Er weist den Vorwurf der Mittäterschaft entschieden zurück. Kennt er Tess Dubai? Ja. Wussten Sie, dass die Tess in den Sudan digitale Kommunikationsanlagen lieferte? Nein. Können Sie sich das vorstellen, dass die Tess dort... Das weiß ich nicht. Also ich habe mit dem operativen Teil nichts zu tun. Aber Sie sind schon Inhaber. Ihnen gehört 60% der Tess? Der LB-Agentur gehören 60% der Tess, ja. Ich bin aber nicht Inhaber der LB-Agentur, sondern Geschäftsführer. Drehscheibe Dubai. Der deutsche Hersteller der Anlage sagt, man habe nichts mit dem Sudan-Export zu tun. Der deutsche Gesellschafter der Tess sagt, man wisse nichts vom Sudan-Export. Und der deutsche Geschäftsführer der Tess in Dubai schreibt uns, ja, er habe in den Sudan geliefert, sich dabei aber genau an die Gesetze der Vereinigten Emirate gehalten. Alles also vollkommen in Ordnung? Oder wurde die deutsche Ausfuhrkontrolle unterlaufen? Jasper Fels will nicht mehr mitmachen. Er redet nicht nur, er handelt auch. Er hat Strafanzeige erstattet und alle seine Beweisdokumente der Staatsanwaltschaft übergeben. Ist es eigentlich sinnvoll,